Wenn wir also die Fläche unter einem Graphen maximieren sollen, also hier in diesem Fall Fläche eines Rechtecks, das könnte ja so aussehen oder das könnte hier liegen oder so aussehen, also irgendwie eine große Fläche haben, dann grundsätzlich so rangehen. Erstmal eine Skizze machen, selber eine Skizze machen, nicht von mir oder gucken, ob im Buch eine ist. Und da steht dann da zum Beispiel, A eines Rechtecks wird ja als A mal B, aber wir gehen ja hier mit X und Y-Werten ran. A ist abhängig noch von x und y, denn ich muss es mit x mal y ausrechnen. Und das gilt es zu maximieren. Jetzt gibt es zwei Varianten, entweder mit erster Ableitung oder mit Scheitelpunktberechnung. Aber das Wichtige ist, diese Voraussetzung zu erfüllen. Die Voraussetzung, ich habe noch zwei Variablen. Die Fläche ist noch von zwei Variablen abhängig. Und das muss ich in eine Variable Abhängigkeit überführen. Also muss ich mir das anders hinschreiben. So wie es da steht, a als x von y abhängig ist x mal y, muss ich also zu, in diesem Fall nehme ich mal x, a von x nur von einer Variable abhängig machen, indem ich schreibe, okay, das ist x mal und jetzt nicht y, sondern f von x. Und f von x ist aber das hier. Das ist dieser Term hier. Minus 3 Viertel x plus 3. So, naja, dann setze ich das statt f von x ein, schreibt lieber eine Zeile mehr und dann habe ich nur noch x drin. Und da kann ich jetzt weitermachen. Erste Ableitung. Nochmal gucken. Wir haben es ja mit einem, weil das ja eine Neg wenn ich das ausmultipliziert habe, eine Parabel ist, die nach unten geöffnet ist, wegen des negativen Wertes davor, kann ich ja sagen, okay, irgendwie hat die ein Maximum. Andersrum wäre es ein Minimum. Und dieses Maximum, beziehungsweise der Scheitelpunkt, das ist dann für die unteren Klassen, da machen wir es mit Scheitelpunkt. Mit der Ableitung geht es am elegantesten. In diesem Fall ist die erste Ableitung nämlich genau an der Stelle 0, also die Steigung. In diesem Fall die erste Ableitung ist die Steigung an diesem Punkt ist 0. So, und das ist jetzt eigentlich ganz einfach. Da machen wir jetzt bloß noch so. Wir bilden die erste Ableitung aus dieser Funktion a' von x ist dann bloß noch minus 3 halbe x plus 3. Wie das geht, nochmal gucken. Ich habe hier Links angebracht, da kann man dann schön nachschauen, wie sowas abgeleitet wird und so weiter. So, dann sage ich, okay, an der Stelle sollte es ja 0 sein, also schreibe ich 0 ist gleich minus 3 halbe, ne? Einfach bloß weiterschreiben von x0 plus 3, stelle die Gleichung um, kürze und kriege raus. Bei 2, bei dem x-Wert 2, ist das Beste, also die größtmögliche Fläche des Rechtecks zu erwarten. Also wenn ich sage, das waren 4, dann müsste es hier sein und dann, ich mache das mal bunt und dann ist dieses Rechteck hier, das hier ist dann das Größte. Gut, ich denke mal, es hat geholfen. Also auf diese Art Herangehensweise und so weiter gehe ich jetzt nicht nochmal ein. Ihr könnt jetzt das nochmal zurückspulen und jetzt müssten zum Schluss noch Links erscheinen zu entsprechenden Playlists, die euch interessieren. Na denn, ich wünsche euch, dass ihr es verstanden habt. Tschüss.